Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und das klang ganz schön schief. Jedenfalls haben wir hier unser Girl. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Tatjana. Sie hatte ja Geburtstag und sie hat jetzt ein Umstyling bekommen und ja, das ist sie. Und wisst ihr, was wir vergessen haben? Das Baby. Deswegen müssen wir das jetzt älter werden. Weil wir haben gesagt Donnerstag und es ist noch Donnerstag. Noch ist okay. So, und Tatjana scheint Sport machen zu wollen. Aber sie ist müde, okay. Deswegen, sonst hätte ich gesagt, wir machen das dann jetzt aber. Hör auf, Nickerchen zu machen. So, dann wird nämlich unser Kind jetzt einmal gealtert. Nice, ganz viele Geschenke. Und du bist ein Charmeur. Dann kommt das hier weg. Bye, bye. Und eigentlich müsste es jetzt direkt schon in den Creator Sim gehen. Und deswegen machen wir das auch. Ihr wart übrigens auch der Meinung, dass sie schon dünn genug ist. Entschuldigung? Ja. Ich sag dazu einfach mal nichts. Mir ging es darum, dass ihr auch der Meinung wart, dass sie schon dünn genug ist und nicht weiter abnehmen soll. Weil, ja. Deswegen warten wir jetzt einfach ab, ob das dann am Ende zählt oder so. Weil ich habe gar keine Ahnung von den Vorsätzen. Und ich meine, 2 Tage schaffen wir noch und dann... Wenn es dann halt nicht zählt, dann ist es halt so. Für uns hat es gezählt. Und das ist das Allerwichtigste. RIP. Einfach nur RIP. Als ob sie so müde ist und sich trotzdem um ihre Schwester kümmert. Oh. Ich finde sie übrigens so hübsch. Oh, sie ist so hübsch geworden, einfach, ich schwöre. Ah. Ja, sich auch so. Oh. Sie weiß einfach immer wieder, dass sie eine super gute Mutti ist. Auch wenn es nur durch so Kleinigkeiten ist wie ein Buch vorlesen oder so. Ja, sie kann ja brabbeln gehen erstmal. Tada! So einfach geht das. Dann kann sie auch einfach schlafen gehen schon. Nice. Sieh so, ich mache einfach von mir aus Sport. Das wird jetzt meine Fähigkeit, die ich auf Level 3 bringe, damit ich in der Schule vorankomme in meinem Leben. Gut, mach, was du willst. Das sieht nicht so gut aus. Als ob ich diese Schleife nicht gesehen habe, als ich ihn umgestylt habe. Egal. Er mag halt Schleifen. Normal. So, ihr geht jetzt alle zur Schule. Das ist sehr, sehr schön. Und ihr lernt natürlich alle wieder fleißig. Kennt man ja von euch, ne? Er ist komplett abgefuckt von seinem Leben. So, und sie kann ja sich mal wieder hierum kümmern. Aber sie hat nicht genug Altmetall. Das heißt, sie muss erstmal nochmal daran basteln. Sie hat ja noch nicht mal Level 2 erreicht. Das ist voll interessant, wie langsam das nur steigt. Level 2. Kann jetzt einen Computerchip, einen Mechanismus und einen ferngesteuerten Quadratkopter an einer Robotikwerkbank herstellen. Alles klar. Hör auf für deine Stipendien, ich will keine. Oh, Spielzeug herstellen, Materialien herstellen. Wir machen... Oh, ich wollte gerade Spielzeug, aber dafür brauche... Ah, okay. Dafür brauche ich dann erstmal dann jeweils von denen eins. Und man kann nicht sowas herstellen, weil Spielzeug ist gut, weil wir haben Kinder. Yay, da hat sie jetzt auch schon Level 3. Dann würde ich sagen, setzt sie sich als nächstes ans Tablet und lernt Simshape. Oh, ich habe schon wieder nicht mehr genug Altmaterial, Alter. Das ist voll heftig. Oh, schmerzender Daumen. Uff, 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 uff. So, und dann noch ein Mechanismus. Warte, waren dann gute Noten? Moment. Moment. Sky! Yes! She did it! Der Rest aber nicht, oder? Nope. Aber trotzdem. Immerhin, ja. Yay! Sie ist ein Geek und sie ist ein Computerfreak. Was hat ihre Haarfarbe sogar behalten? Das sind interessante Haare auf jeden Fall. Gut, dann geht's ab in den Creator Sim schon wieder, ne? Mensch!
Jetzt müssten wir sowas herstellen. Nein, wir haben immer noch nicht genug Altmaterial. Für alles braucht man das. Verdammt. Und Level 3 schon. Der Putzbot ist eine tolle Haushaltshilfe. Darf man das? Also, wäre zumindest cool. Aber, also was braucht denn der? Oh mein Gott, so viel? Vielleicht irgendwann. Aber wir versuchen jetzt erstmal das hier. Wir haben immer noch nicht genug Altmaterial. Alter. Übertreib komplett. So, leg das Tablet weg und geh pennen, Alter. Was ist denn immer ein Problem hier? Geh doch einfach und selbst schlafen. Die sollte doch bewusst sein, wenn du schlafen musst. Ih, das Müll. So, und Mutti gönnt sich jetzt Fernsehen, Alter. Beziehungsweise sie zockt. Und danach wird sie das ja reparieren. Nein. Wir haben ja herausgefunden, dass Just Go Away wieder funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt auch funktioniert. Jupp. Nice. Es geht einfach wieder. Ich bin so glücklich deswegen. Es hat so lange nicht funktioniert und jetzt geht's wieder. Und mein Leben ist sehr viel besser seitdem. Reiferei in Nachbarschaft. Yes. Oh, heute ist Samstag. Oh, wie sollen meine Kinder sonst altern? Ja, Fitnessfähigkeit 3. Wir sind auf einem guten Weg. Und sie hat Level 7 erreicht. Yes! Als ob sie malt mit Regenschirm. Hier, er muss schon wieder jemanden beißen. Das Ding ist, bevor er wieder seine Mutter beißt, nimm dir einfach irgendwen. Hier, wer ist das? Das ist Detlef Braun. Bemerkung über lauten Herzschlag machen. Oh mein Gott! Jedenfalls, wir nötigen ihn zu einem ausgiebigen Trank. Dann geht's dir wieder besser. Ey, warum hast du das nicht getan? Das ist immer so eine Sache. Mach einfach. Let's do it. Los. Wieso macht er es denn bei ihm nicht? Ich raste gleich aus. Zapf ihn einfach an. Wieso kannst du ihn nicht anzapfen? Wie den Regenschirm wahrscheinlich. Das ist dein Bruder. Ich wollte gerade sagen, wenn er halt keinen Regenschirm, dann würde ich dann... Das ist ein Kind? Oh nein. Oh, um Rat bitten. Ich dachte gerade, er zapft sie wieder an. Du kannst auch vielleicht deine Schwester oder so fragen. Um Erlaubnis. Hier bitte sie einfach drum. Na, sie hat Nein gesagt. Kann es aufhören zu regnen einfach? Ich halte es nicht aus. Hier, das kannst du verkaufen. Kind ist auf jeden Fall auch auf einem guten Weg. Aber die kann jetzt auch erstmal Haie machen gehen, weil es ist schon wieder spät und sie ist müde. Nee, da müssen wir ja auf die Bedürfnisse auch ein bisschen achten zumindest. Es regnet immer noch. Was für ein Abfuck. Sie hat keinen Regenschirm. Los, nimm sie. Schnapp sie dir. Jetzt hat sie doch einen Regenschirm, aber sie... Klappt das jetzt? Jawohl. Nach Promi-Blut. Das Einzige, was wir hier wollen. Oh, er hat Boobies gehabt. Jo, füllt das viel. Dieses Pflaster hat meine Geschmacksknospen gekitzelt. Plumps. Er hat gar nicht mal so einen schlechten Ruf. Das ist okay. Aber ein paar Leute hassen ihn jetzt. Zum Beispiel Ukanipo. Oder so. Who knows? Wieso geht eigentlich immer alles kaputt? Also ich meine, es ist gut insofern, weil wir jetzt ja die ganzen Materialien brauchen, wenn wir hier die ganzen Sachen hier bauen wollen. Aber trotzdem ist das jetzt nicht meine Intention, dass er jetzt alle hier alles kaputt macht. Ich wollte mich einfach nicht mit meinen Nachbarn prügeln. Lass mich doch einfach. Spiel! Yay! Wir können jetzt die Beschreibung ändern, weil das werden wir definitiv nicht tun. Beziehungsweise wenn, dann... Keine Ahnung, mal anders. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mit dem Malen. Und damit beende ich jetzt auch die Folge, würde ich mal behaupten. Denn wir haben viel geschafft. Ich nehme schon wieder eine gute Zeit lang auf. Und ich denke, es ist allgemein ist irgendwie interessant geworden. Aber wird schon. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.